Hi zusammen und willkommen zum neuen Video-Tutorial. Und zwar heute zeige ich euch, wie Sie den Hintergrund von Blender ändern können mit einem Bild. Also wir laden ein Bild hoch und dann kann ich euch einfach zeigen. Und hier sehen Sie schon, wir haben schon ein Bild, aber wir können noch mit einem Projekt, einem neuen Projekt nochmal beginnen. Also wir gehen auf Datei und dann öffnen wir ein neues Projekt und auf OK drücken wir hier. Und Sie sehen schon, den Würfel können wir einfach mit X löschen. Und wir haben die Möglichkeit, unsere Ansichten zu ändern. Entweder mit dem Tastenkürzel oder wir gehen einfach auf unser Menü. Wir können zum Beispiel von der Perspektive Ansicht zur orthogonalischen Ansicht einfach ändern. Und oben sehen Sie auch hier. Und wir können unsere Kamera zum Beispiel nach vorne drehen, wie wir einfach haben wollen. Und mit unserem Tastenkürzel greifen wir einfach unsere Eigenschaften und das Bild können wir hier unten hochladen. Auch wenn wir auf Bild hinzufügen drücken, dann haben wir die Möglichkeit, entweder ein Bild oder einen Film einfach zu öffnen. Und wir gucken, wo wir das Bild einfach geladen haben. Zum Beispiel dieses Bild hier. Das Bild erscheint schon. Wir können das Bild nochmal ein bisschen verbessern, indem wir die Deckkraft ein bisschen erhöhen und skalieren wir auch. Sie sehen schon, das Bild ist schon da. Und wir können zum Beispiel ein Projekt jetzt beginnen mit, dem neuen Hintergrundbild. Und wir können zum Beispiel Objekte hier anfügen. Wir haben verschiedene Objekte, zum Beispiel unsere Torus können wir anfügen. Und mit dem Werkzeug können wir skalieren, rotieren und verschieben. Also wir holen zum Beispiel dieses Werkzeug und dann haben wir die Möglichkeit, einfach das Projekt nochmal zu skalieren. Sie sehen schon, was wir da machen können. Und wir haben nicht nur die Möglichkeit zu skalieren, sondern auch zu rotieren. Entweder mit R, dann können wir rotieren. Und wir haben auch die Möglichkeit, auch hier zu rotieren und hier zu verschieben. Und ganz auf meiner linken Seite haben Sie auch die Möglichkeit, hier zu rotieren, Spiegel und alles machen, was Sie machen wollen. Auch zu duplizieren haben Sie auch die Möglichkeit. Sie können auch das Projekt anfärben. Entschuldigung. Indem Sie auf Eigenschaften gehen, dann gucken Sie, wo Material ist. Entschuldigung. Und dann können Sie ein neues Material hier hinzufügen und dann das Projekt einfach anfärben. Sie können in RGB, HSV oder in Hexadezimal anfärben, wie Sie wollen. Sie sehen schon, man kann auch R hier einfach nochmal drücken und besser die Farbe nochmal ein bisschen schöner zu machen. Oder Sie können so einfach machen. Und Sie können auch die Farbe ändern, wie Sie einfach haben wollen. Und Sie können noch ein bisschen dunkel machen, indem Sie hier drücken. Entschuldigung. Und so können Sie die Sachen einfach so ändern. Und Sie haben auch die Möglichkeit, hier einfach die Rotation nochmal, das Bild nochmal zu rotieren. Entschuldigung. Und auch hier haben Sie die Möglichkeit, das Bild nochmal zu rotieren, wie Sie einfach haben wollen. Und auf unserer Z-Achse können Sie auch. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und Sie haben auch die Möglichkeit, nochmal das Bild hier zu skalieren auf unserer X-Achse. Auf unserer Y-Achse sehen Sie schon. Auf unserer Z-Achse können Sie noch ein bisschen das Bild dicker machen und tiefer machen. Also so können Sie die Sache einfach bearbeiten, wie Sie wollen. Und ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben und freue mich, das nächste Video nochmal mit euch einfach zu teilen.